Und das zweite Viertelfinale ist gerade einmal 20 Sekunden alt. Nichts passiert hier im Spiel zwischen Kanada und Norwegen. Wir sind im Halifax Metro Center, wo Kanada jetzt den Aufstieg ins Halbfinale spielen möchte. Und die Kanadier haben da eine leichte Aufgabe. Und wir kommen rechtzeitig zum 1:0 nach nur 37 Minuten. Der große Favorit führt hier gegen den Außenseiter. Nach Plan, ganz früh, Grotnes, der norwegische Goalie, frühzeitig jetzt schon bezwungen. Und die Fans erleben einen Auftakt nach Maß und den 10. WM-Treffer von Topscorer Danny Heatley. Damit fehlen Heatley nur noch 2 Tore bis zum Rekord und ein Treffer zum Egalisieren des Torrekordes von Erik Lindros bei einer Weltmeisterschaft. Erinnern wir uns zurück, Lindros 93 mit 11 Treffern beim WM-Turnier. Absolute Nummer 1. Man muss nicht übereilen jetzt, dauert noch lange. Asker und Tor, da ist der Ausgleich. Morten Ask mit dem Ausgleich. Ja, das haben sie gut gespielt, die Norweger. Frech gespielt. Und der Ausgleich mit 2 Mann mehr. Morten Ask, der heute Geburtstag hat. 28 Jahre ist er heute. Und der Schlagschuss geht über die Stockhand ins Kreuzeck. Legionär bei Duisburg in Deutschland. Ein guter Schuss. Kann einer der hochdotierten NHL-Stars sicherlich nicht besser als Morten Ask. 1:1. St. Louis und Rick Green hätten jetzt schon die Führung herausschießen können. Während von draußen Odegaard und Tommy Jakobsen zusehen müssen, was da draußen auf dem Eis los ist. Noch eine halbe Minute. 5 gegen 3. Heatley, jetzt ist er ideal angespielt worden. Gutes Powerplay und das verdient sich den Führungstreffer. Allemal Ryan Getzlaff, der Torschütze. Aber das haben sie wirklich elegant und schön gespielt. Zentimeter für Zentimeter nach vorne gearbeitet. Der Raum wurde plötzlich vor Grotnes. Grottenschmal und Ryan Getzlaff macht seinen 10. Punkt. 2. Tor und 8 Assists stehen auf seinem Konto. Da gibt es nichts mehr abzuwehren. Getzlaff aus der Drehung heraus. 3 Norweger nur noch mit dem Nachsehen. Keiner hat das Gesicht zum Gegner gewendet. Irgendwo war nur die Scheibe im Mittelpunkt des Interesses, logischerweise. Aber bei 3 gegen 5 ist zumindest einer mit Sicherheit 2 Mann jedes Mal schussgerecht frei. Olos. Ja, viel Platz bleibt und vor allem Zeit bleibt den Norweger nicht, sich da zu formieren, um einen Angriff halbwegs gezielt und mit Tempo aus dem eigenen Drittel aufzubauen. Das Körperspiel von den Kanadiern deutlich intensiviert in diesem zweiten Drittel. Zermürben sie einmal die Gegner. Jeder Zweikampf wird mit einem Check abgeschlossen, aber der Ausgleich ist da. Naja. Norwegens Bank darf jubeln, Ausgleich 2:2. Also, Matthias Olim, 2. Treffer in diesem Turnier. Wer so wie der Torschütze zum 1:0, ein Legionär in Deutschland, spielt bei den Augsburg Panthers, der 22-Jährige. Bezwingt hier Cam Ward. Gute Scheibenannahme, aufgeschaut, schnell geschossen, ins lange Eck. Aus dem Nichts heraus praktisch.
Da zum Tor. Gerade als die Uhr schon auf Null schalten wollte mit der Schlusssekunde des Überzahlspiels. Jonathan Toews für 5 gegen 4 Situation, ein platzierter Schuss. Und es steht 3:2 für Kanada. Da war nicht viel zu halten für Godness, dem auch die Sicht einigermaßen verstellt war. Tapfer haben sie sich gewehrt. Die Unterzahl mit 2-Mann-Schwächung überstanden. Und dann beinahe wären sie auch über die gesamte Strafzeit gekommen. Roy. Roy, Kanadier nähern sich gefährlich dem norwegischen Tor. Scheibe bleibt im Drittel. Verteidigen die blaue Linie gut. Roy und ein genauer Schuss ins lange Eck. Derek Roy, der Stürmer von den Sabres. Tor wird auch wohl Thomas Vanek miterleben in der TV-Übertragung. Die Partien, wo seine Teamkollegen mit dabei sind, die schaut er sich, wenn er Zeit hat, an. Dritter Treffer, vierter Scorerpunkt. Punktlandung, möchte ich mal sagen, dieser Schuss. Da ist nicht viel zu halten für Godness. Scheibe geht ins lange Eck und irritiert auch von den Mannen, die da vor ihm stehen. Gibt es nichts zu halten für ihn. Powerplay-Tor für die Kanadier. Zum ersten Mal 2 Tore Vorsprung. Mit Ausnahme von der Einserlinie. Und da ist Roy. Zweiter Treffer von Roy. Und jetzt ist alles klar. 5:2, 3 Tore Vorsprung. Der Gegner wohl gebrochen. Da lässt sich Derek Roy für seinen Doppelpack in Drittel Nummer 2 feiern. So ins kurze Eck. Sieht der Goalie nicht gut aus. Aber er wird auch langsam müde sein. Paul Godness hat viel gearbeitet hier. Viel leisten müssen. Green, spielfreudiger Verteidiger, heute auch mit vielen guten Möglichkeiten schon und sogar richtigen, zwingenden Torchancen für Green. Ja, vielleicht gelingt ihm noch was, den Offensivdrang dazu, den hat er heute noch. Und da ist das exzellente Passspiel vollendet, Rick Nash. Wird von Getzlaff, glaube ich, ideal bedient. Es war wunderschön gespielt. Und Rick Nash heute schon Assists verbuchen konnte mit dem 11. Scorerpunkt. Ideal angespielt von Danny Heatley. Also punktgenauer Pass und da bleibt den norwegischen Verteidiger nur noch zuzuschauen, wie schnell das alles geht. 6:2 für die Kanadier durch dieses Powerplay-Tor von Rick Nash. Nash, er ist sich nie zu schade, in der Defensive zu arbeiten. Das ist einfach sein Stil, auch gegen schwächere Gegner. Bleibt er diesen drei, Getzlaff. Nash, er löst sich elegant aus dieser Situation und da ist der Treffer. Zum 7:2, eine wunderschöne Einzelaktion von Rick Nash.
sehenswert die Vorarbeit, wie schnell er sich da aus dieser Umklammerung der norwegischen Abwehr löst. Ein, zwei Schritte und dann schaut er kurz auf, schießt sofort. Ja, und da sagt die Scheibe jetzt viel, viel früher aus dem Drittel raus müssen. Nochmals da, Nash dreht an und ein flacher Schuss, der für Grotnes aus dieser Situation haltbar scheint, weil auch nicht zu scharf, aber vielleicht auch irritiert durch die Mannen da vor ihm. Mit der Welle wird Kanadas Eishockey-Team hier in Halifax verabschiedet. Dafür angezeigt, daher ist ein sechster Kanadier schon da, aber das Tor zählt. Der Ausschluss damit aufgehoben und ein Hattrick für Derek Roy. Just in der Phase, als im Publikum die Welle mobil gemacht wurde, bedankt er sich für diese Ovation mit Tor Nummer 3 in dieser Partie. Und jetzt wird es vom Ausmaß her schon sehr, sehr bitter für die Norweger, die sich lange tapfer gewehrt haben. Kanada 8, Norwegen 2, 6 Tore Differenz. Das schmerzt natürlich beim Abschied von einer Weltmeisterschaft. Schauen Sie, der kurze Blick nach oben, das Kreuzeck ist frei, die Scheibe passt genau. Da gibt es nichts zu reparieren für Grotnes und seine Mannen davor, die viel zu lange zugeschaut haben und Roy Mutterseelen alleine da herumfahren haben lassen.